Willkommen zurück. Ja, ja. Oh. Ich glaube, es ist die siebte Folge oder so. Hier haben halt! Wir ja eben. Verflixt, bist du das Hexer? Man behauptet, du seist der Königsmörder. Bin ich nicht. Und ich werde es beweisen. Das glaube ich dir sogar. Freut mich zu hören. Wäre nicht schön gewesen, dich jetzt umbringen zu müssen. Haben alle Haudegen die Schlacht überlebt? Ja, sie saufen sich schon seit 2 Tagen dumm und doof deswegen. Ich finde, ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Wir sind in der Schlacht eingekesselt worden. Du weißt sicher, wie das ist, wenn man Ritter zusammenpfercht. Nirgendwo kann man hin, von hinten wird geschoben, vorne geht's nicht weiter und von oben schlagen die Hellebarden drein. Hätte ich keine Rüstung getragen, wäre ich zerquetscht worden. Und ich habe rund 12 gute Schläge auf den Helm kassiert. Mir klingeln zwar noch die Ohren und ich kotze auch dann und wann, aber immerhin bin ich am Leben. Gehirnerschütterung geht vorbei. Warst du mit den Haudegen auf Patrouille, als sie den Skoyatel in die Falle gegangen sind? Ja. Häcksler hat gesagt, diese Einheit wäre ziemlich bösartig gewesen. Ist dir was Besonderes aufgefallen an ihnen? Hatten sie irgendwelche Abzeichen oder sowas? Tja, sie hatten Masken aus dem Stoff von Uniformen der Spezialeinheiten. Und sie schrien Jorvet oder so ähnlich. Woher kam der Drache? Keine Ahnung, aber er hat uns die Ärsche gerettet. Die Elfen hörten mit der Schießerei auf, sobald sie ihn sahen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir abgezischt wie vom Teufel persönlich. Nimm das hier. Häcksler hat gesagt, ich soll mehr lernen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Werde wohl nie ein großer Drachenjäger, schätze ich. Aber dir könnte es nützen. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Der Damm wird bewacht. Da kannst du dich nicht durchschleichen. Kannst du sie ablenken? Ich versuch's. Aber denk daran. Vergiss mich, wenn's zum Kampf kommt. Vielleicht sind wir dann sogar Feinde. Das hoffe ich nicht. Geh. Gib mir ein paar Augenblicke. Ein paar Augenblicke? Mal gucken, auf was für eine lustige Idee er kommt. Drachen, bla bla, Video anhalten. Video weiter. So. Der Königsmörder ist entkommen. Wir schneiden ihm den Weg ab. Mir nach. Gut, gehen wir. Statt dass sie rennen, gehen sie einfach nur. Ich glaube auch nicht, dass ich bedroht bin oder so. Geralt, hier drüben! Geralt, hier drüben! Triss, da oben! Hi! Eine Schifffahrt, die ist lustig! Eine Schifffahrt, die ist lustig. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Harry Potter. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schickse des Königsmörders. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssten. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Ich bin über einen Henker gestolpert, der Luisa Lavalette folterte, damit sie eine inzestuöse Beziehung mit ihrem Sohn gesteht. Volltests Kinder sollen Arians sein. Schweinebande! Der Henker hat den letzten gefoltert. Aber Schillert hat die Baronin und ihre Kinder. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien. Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Natalis kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Natalis ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium.
Dann auf nach Flotsam. Triss? Ist das gut? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du nach meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar! Tja. Das war mal die Festung. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Kriege sind gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. Doch Arjan Lavalette war zu beschäftigt, damit Mauern zu bauen und das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte. Wie sie ihn darstellen? Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht, denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Na, wer könnte das sein? Wer könnte das bloß sein? Ich habe da so eine ganz starke Vermutung. Oder sagen wir mal, was ich hatte damals schon eine ganz starke Vermutung, wer es sein könnte. Ja. So eine ganz starke Vermutung. Und das habe ich auch so eine Vermutung, wer das ist. Jorvet. Mit irgendeinem... Und tschüss. Plump. Ja, wird durchsucht die Höhle. Interessant, was sie da so lagern. Ob er jedes Mal nur so in die Höhle kommt? Wobei ich gerade gar nicht glaube, dass es sein ist. Ja, da sitzt jemand. Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Bisschen verwundert, weil er doch so lang geschlichen ist und trotzdem gehört wurde. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von Demavent, durchlauchtigster Herr von Eddam, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise.
Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Edirn nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skoyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Nicker erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Ja, gut, schön. Wissen wir wenigstens, mit wem, wie, wo werden wir was zu tun hatten. So, RPLOG haben wir, dann kommt jetzt Akt 1. Eine Meerjungfrau mit Schwert und Schild. Ein schwarz-weißes Segel. Mit einer Liege drauf. Tja. Ein paar lustige Leute. Flotsam müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage? Nein. Die ist immer so. So, hier, Rabes Rüstung. Das wird erstmal angezogen. Jacke, dann gibt es noch die Jacke der blauen Streifen. Da haben wir auch andere Handschuhe, Lederschuhe. So, Waffe. Yep, das ist das Schwert, das wir so bekommen haben von der einen hier. Das ist irgendwie so ein Langschwert einfach. Ja. Damit sind wir jetzt nicht mehr so doof blau aus. Das ist doch schön. Hopp. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Jorvet. Darum gehen wir auch hier lang, Chris. Weißt du, wo wir sind? Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontartal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Interessant. Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Naja, stinkt tut's jetzt nicht, weil eigentlich hört man's nur. Weil es Musik. Instrumentgebläse. Die zwei haben bestimmt Freude. Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der temerischen Sondereinheit. Diener des temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger.
Wir brauchen ihn lebend. Hast du einen Zauber, der passt? Rede mit ihm. Muss mich konzentrieren. Ich versuch's. Komm runter und wir beenden das. Ich warte. Ha! Du bist ein ehrloser Mann, Vernon-Roche. Mit Ungeziefer duelliert man sich nicht, sondern man zertritt es. Da höre ich doch nicht wieder die alte elfische Leier. Was meinst du damit, Hexer? Solche wie dich kenne ich. Stolze Enseide, die sich in den Wäldern verstecken. Ratlos, hinter einer Maske aus immer mehr Grausamkeit. Ich habe geholfen, Roschs König zu töten. Das nennst du ratlos? Oder nennst du mich Terrorist? Die Freiheit schenkt einem keiner, Hexer. Die muss man sich selbst erkämpfen. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Ja. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Triss, los! Ach man. Triss. Adam Fensbach's Bad Long Wort! Schicke Kuppel. Mach mal ein bisschen kleiner die doofe Kuppel. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Wie schön, oh, Nasenbluten. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab! Zum Boot? Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Bist du das, Roche? Lässt du wohl die Pfoten von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Oh ja, Mann, ja, weg! Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem heizenden Hintern. Nicht auf meinem. Ich halte den Zauber. Weiter, los! Wir jagen! Nicht so zappeln, ich muss mich konzentrieren. Ja, konzentriere dich mal. Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Diese Hurensöhne. Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefel. Blöde Däune! Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Blöde Däune! Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Noch ein bisschen Magie. Nur noch ein kleines bisschen. Mein Kopf guckt Geralt, daraus. Nun töte sie schon! Wen denn? Den da? Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Wir haben nicht Magier dabei, wir haben Magie dabei. Yay, geschafft. Wir leben alle noch. Na, die eine da? Fällt schon irgendwie auf, weil die Typen sehen da hinten gleich aus, nur die Frau sah wieder anders aus. Okay. Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltes tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Ja, Hof und Politik. Und Bandkette. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer.
Ich bin Gewürzhändler. M hier Fahr M Reis. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Gewürzhändler. Habt ihr das gesehen? Das kommt mir faul vor. Die Eichhörnchen waren an der Mauer. Mit dem Anführer Jorvet. Ich hab's genau gesehen. Guten Tag. Gut, dann gucken wir doch einfach einmal nach, was es da so gibt. Aber wir haben da 4 Talentpunkte. Ja. Pfeile umlenken. Jetzt können wir sie zurückwerfen. Schaltet Messerwürfen frei. Mehr Leben. So. Das ist doch gut. Mehr Leben. Und also ein Krimsel. Pfeile abhören. Das ist doch gut. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, was hier so los ist. Sultan. Rittersporn, mein Informant. Na, prächtig. Und der Plan? Improvisieren. Keine Toten. Wir machen das schon. Genau, weib ab in die Küche. Geralt! Ja, schon Geralt! Klar, Geralt! Hierher! Hilfe! Schon klar, du. Typischer Mittelalter-Typ. Der Typ steht in Unterhosen. Ach, hallo. Steht in der Unterhose, auch nicht schlecht. Lump, du. Weg. Du, Weißhaupt, zurück da! Kettenkopf, weg da. Geh mir aus dem Weg. Ich kenne die beiden und sehe mir nicht mit an, wie man sie hängt. Drauf gepisst, wen du kennst. Das Gesetz will, dass sie baumeln. Also halt's Maul, sonst leistest du ihnen Gesellschaft. Das wollen wir erstmal sehen. Das kehrt mich einen Scheiß, du Tölpel. Brich die Exekution ab. Hüte deine Zunge, du Wechselbalg, oder du wirst sie los. Du weißt dich zu schlagen, wie man hört, aber gegen eine Garnison kommst du nicht an. Das ist doch der berühmte Geralt von Riva, der Hexer und Magier. Hier befiehlt der wohlgeborene Kommandant Loredo und ich gehorche seinem Befehl. Schert euch weg, ihr Vogelscheuchen, oder ich lasse euch mal richtig durchwalken. Du Schande für deine Uniform, mickriger Drecksack. Was? Männer, zu mir! Gab denen das Fell! Versuch's doch, Halunke. Wirst es bitter bereuen. Du hast es so gewollt. Auf sie! Ach komm. In die Eier! Läutet ihm die Glocken! Die kommen wir schon. Und dann haben wir hier noch S und A. S für den Angriff, den wir gekackt haben. A zum Verteidigen. D. Der verteidigt sich aber gut. Aber auf Konter kann er nichts anhaben. Ja. So, D und W wieder. Die Baumeln! So oder so! Nein. Oh Mann. Erstmal schön zu Boden gedrückt. Und du, hier der Chef. Wechselbalg, willst du auch am Strick tanzen? Haut den Hexer! Hat er mich voll weggeworfen, die Kohle. Du Fingerplätzchen! Die Baumeln! Eine Taste. So oder so! Eine Taste ist immer gemein. Ich drücke danach immer der zweite, aber die wird mir zum Glück nicht negativ angerechnet. Es findet sich auch für dich, Sudelfink, ein Plätt.